sondern zu einer ganz anderen Sportart und zu ein paar verrückten Typen, die auf dem Skateboard Kopf und Kragen riskieren. Die überspringen kein Hindernis, nein, die stehen auf dem Skateboard und blochen mit einem 80er eine Kantonstrasse oben runter. 120 Fahrer aus der ganzen Welt haben sich im Dom Lesch zu der Downhill-Weltmeisterschaft getroffen und zu den Favoriten gehören auch zwei Schweizer. Im Visier der beiden besten Schweizer Downhill-Skateboarder. 2,4 Kilometer Länge, 5 Haarnadelkurven, 200 Meter Höhendifferenz. Die WM-Strecke in Tomils. 5 Tage lang können sie darauf trainieren. Unter Helm und Lederkombi geht's talwärts. In weniger als 2,5 Minuten. Die schönsten Sekunden für Martin Sigrist. Wenn ich Skateboard fahre, dann ist eigentlich alles andere ein Problem, wo ich auch, also Gedanken sind weg. Bin nur noch ich und Skateboard und die Strasse und das, was auf mich zukommt. Martin Sigrist, Weltmeister von 2004. Alex von Glasow, aktueller Europameister. Auf dem Asphalt sind sie harte Konkurrenten. Abseits der Rennpiste friedliche Camper, wie alle Teilnehmer. Das Fahrerlager in Open-Air-Stimmung. Die Downhill-Skateboarder, eine verschworene Gemeinschaft. Und trotzdem sucht jeder seinen eigenen Weg zum Erfolg. Von Glasow, kurz Aki genannt, und sein Campingbus. Ein Ort der Begegnung. Rund um Akis Vehikel ist immer Betrieb. Der 20-Jährige fühlt sich in der Gruppe zu Hause. Im Viehtransporter zum Start gekarrt zu werden, für ihn ein Teil des Ganzen, ein Teil der Szene. Das heisst, ich mache dann das Skateboarding in der Schule und sage, was ist das? Oder, du bist einfach nichts in dem Sinn. Und dann kommst du in die Szene und bist völlig etwas. Und das macht es aus. Martin Sigrist dagegen ist eher der Einzelgänger, ein akribischer und zielgerichteter Tüftler. Zurückhaltend im Umgang mit Menschen, vorsichtig beim Herantasten an neue Aufgaben. Im Gegensatz zu Aki. Der grosse Unterschied zwischen Aki und mir ist, dass wir uns von einer anderen Seite an die Leistungsgrenze antasten. Währenddem, dass er eher schnell in eine Kurve hineinfährt und merkt, er muss langsamer fahren, weil er umgekehrt ist, fahre ich zu langsam in die Kurve und merke, ich kann schneller reinfahren und kann noch mehr rausholen. Geschwindigkeitsfanatiker sind sie alle. Eine Gruppe von Freaks im positiven Sinn. Geld gibt's keins zu verdienen. Antrieb ist die Leidenschaft. Verletzungen werden in Kauf genommen. Die Angst kommt auf, das ist klar, aber das ist etwas, wo man nicht unbedingt so fest dran denkt. Also, man hat es im Kopf, aber man muss sich jetzt nicht überlegen, hey, was passiert, wenn ich in dieser Kurve raus tatsche, weil dann tatscht man garantiert raus, dann stürzt man garantiert. Mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde rasen die Fahrer Richtung Tomils. Fernab der Kameras kommt es zum Sturz. Aki hat's erwischt. Der Draufgänger ist seinem Ruf gerecht geworden. Das Fußgelenk schmerzt. Kein Grund aber, im Camp Trübsal zu blasen. C'est la vie. Hilfe erhält Daki ausgerechnet vom Rivalen. Martin Sigrist leiht ihm eine Stütze. Du musst halt schauen, ob es in die Schuhe passt. Aber so. Die Geste ungefragt wie selbstverständlich. Dank der Stütze kann Aki wieder zurück auf die Piste. Rechtzeitig zu den Qualifikationsläufen für den Final. Die 64 besten Fahrer starten in Vierergruppen. Die zwei schnellsten kommen jeweils weiter. Aki bis im Viertelfinal immer mit dabei. Die Schmerzen hat er verdrängt, soweit es ging. Dann ist Endstation. Ich habe es mal ein bisschen über die Schnur gehauen. Das halte ich. Das weiß ich. Und ich bin froh, dass die noch die Matte nicht angestellt haben, dass ich schön weich landen kann. Bin schon froh. Also nächstes Mal nehme ich ein bisschen easier oder weiss, jetzt ist genug. Und dann super durchziehen. Dieses Mal schon super durchgezogen hat das Ganze Martin Sigrist. Er lässt seinen Konkurrenten keine Chance und gewinnt. Mit großem Vorsprung wird er Weltmeister. Die Taktik hat gestimmt. Nicht gerade von Anfang an Vollgas angreifen. Ich lege auch einmal hinten an jemandem bleiben, obwohl man eigentlich könnte überholen und auf den richtigen Moment warten.
so unterschiedlich sie sind. Grund zum Jubeln gibt's für beide Schweizer. Die Downhill Skateboard WM, ein Erfolg. Und dies vor heimischer Kulisse. Silvan Lerch ist für uns bei dieser Abfahrt mit dabei. Sie hat Skateboard.